Der Deutsche in seiner ursprünglichen Erscheinungsform kratzt ab. Trotzdem gibt es Leute, die in unserer Gesellschaft ja sehr viel Wert drauf legen, mit dabei zu sein, wenn hier das Licht ausgeht. Selbst Rentner versuchen ja durch Fahrradhelme ihr Leben sinnlos zu verlängern. Der gute alte Mike stand in seiner eigenen Speichelpfütze vor der Bar und glotzte auf das mega scharfe Gerät wie ein Karnickel auf das Arschloch der Schlange, wenn es wartet, dass seine Frau wieder rauskommt. Da heißt es vorsorglich zum Frühstück schon den verdunten Zuckerjoghurt schlabbern, sonst explodiert gegen Mittag das Garagentor. Das ist doch nicht normal. Als Bauer darfst du deinen ganzen Kram verkommen lassen, verbimmeln, abfackeln, alles scheißegal. Weißt du, hinter den Torpfosten gibt es kein Gesetz, in der Güllegrube gibt es keinen Gott mehr. Du kannst bedenkenlos Diesel, Altöl, tote Schweine vor sich hin wundern lassen. Frag keine Sau nach. Du kannst dich austoben wie ein Leder, Andertaler auf Droge. Und das Schönste, dafür gibt es auch noch Geld aus Brüssel. Was willst du mehr? Ja, da war es soweit. Spontan beschloss ich, ein Paket mit frischer, stinkender Scheiße ans Finanzamt zu schicken. Ja. Der Grieche tritt aus den Euro aus. Und dann nimmt er seinen Gyros, den nimmt er mit nach Hause. Und wir müssen wieder Kartoffelsalat fressen. Da ein Blutsensor für Scheibenwischer, wenn man Radfahrer überfahren hat. Wozu braucht man das? Ja. Das ging doch früher auch mit dem Lappen. Der Igel. Der gerade von seiner dritten Beerdigung dieser Woche zurückkehrt. Für die scheiß Kröten stellen die grünen Zäune auf. Unser eins ist denen egal, drängt der frustrierte Bursch. Nächstes Mal wähle ich FDP. Ja, mehr können wir nicht.